Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Das hier wird ein kleiner Mini-Part zu den drei letzten Sachen von den Flüssen Exe und Syphern. Im nächsten Video geht es dann auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Fluss und der nächsten Quest. Wir haben ja schon die Armschiene gefunden vom Gergios und auch schon eine Fähigkeit. Und im darauffolgenden Part haben wir dann den Mantel und den Mantel und den Turmschild gefunden. Ich wusste gerade eben schon wieder nicht, was ich gefunden habe, ja. Die Sachen haben wir gefunden. Gleich blende ich die Sachen nochmal ein, die man sonst noch so findet. Wo ist der Hinweis? Oh, Eivor, das war schlecht. Das war sowas von schlecht, ey. Habe ich jetzt nicht gerade kaputt gehauen aufs Fenster? Ah, hier haben wir den Hinweis. Nee, auch so. Hä? Schon wieder ein Schlüssel. Aha. Hier. Hier haben wir den Hinweis. Und zwar. Okay, das kann man jetzt nicht ganz so gut erkennen. So im Norden hier so ein bisschen von Kloster Exanquesta oder wie das heißt. Ja. Nehmen wir mal. Scheinbar gibt es zwei so eine großen Kirchen. Denn ich war doch eigentlich schon mal in so einer Kirche drin. Aha, aufschließen kann man die also. Ja, hier die Kirche. Ah, ja, okay, da war ich, glaube ich, drin. Okay, da, in dem Gebäude, ist der Hinweis drin. Also. Komm, Fleischsack! Ja. Schmeiß! Thank you.
lohnt es sich zu plündern. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können und ja, im nächsten Part geht es dann mit dem Flussraubzug weiter auf dem Fluss Deva. Genaueres werdet ihr auf jeden Fall in dem Part erfahren. Bis dann, danke fürs Zuschauen, lasst doch gerne ein Like und Abo da und wir sehen uns im nächsten Flussraubzug-Part.